Willkommen zurück bei Let's Play Happy Wheels. Nun, wir fangen gleich an. Also, ich habe heute ein Thema vorbereitet und dieses Thema nennt sich Handy. Also, wer von euch besitzt ein Smartphone? Also, ein Smartphone ist ja sozusagen ein Lebensbestandteil von uns allen. Und wer hat keins mehr? Also, ich persönlich habe vor kurzem noch ein Smartphone gehabt, kein Smartphone gehabt, so meine ich es, und die Internetverbindung geht schon wieder in den Arsch. Und geht sie wieder? Ich habe ja bei der letzten Aufnahme gesagt gehabt, dass ich dieses Problem fixen werde, aber ja, es geht wieder, okay. Und ja, jeder besitzt ein Smartphone und es gibt unzählige Apps dafür. Aber viele Apps kosten Geld und eigentlich finde ich das unnötig, dass Apps Geld kosten, weil irgendjemand crackt sie sowieso, damit andere es downloaden können und ich weiß gerade nicht, was ich rede, aber auf jeden Fall, irgendwer crackt sie dann sowieso und gibt sie für andere frei und dann machen die halt schon Umsatz, nicht so viel. Und darum verstehe ich nicht, von mir aus solche teuren Navigationssysteme, von mir aus, aber da habe ich nämlich eine App, die heißt Navigon. Und die kostet 40 Euro. Wer von euch besitzt die App? Also, denkt euch nur die Antwort. Ich möchte nicht, dass ihr es in die Kommentare schreibt, weil ich nicht so kommentargeil bin. Okay. Nur like geil. Das war wieder mal nötig. Aber solche Spieler-Apps, wie zum Beispiel Gamesloft macht Scheißspiele, wenn ich das so sagen darf, zumindest fürs Handy, und es kaufen sich Leute, weil es derzeit noch keine Cracks dafür gibt, aber es kommen noch Cracks dazu. Ich persönlich habe auch schon ein paar Spiele gecrackt, aber das war nur Doodle Jump oder so, beziehungsweise habe ich es mir schicken lassen und still easy. Und ja. Und jetzt kommen wir zu den Tarifen. Viele Leute haben ja jetzt schon Internettarife. Und mit dem können sie sozusagen immer ins Internet, egal wo sie sind. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Denn wenn man sich die Preise anschaut, ich habe gerade vor mir ein Heft liegen, man bezahlt für einen Tarif für 100 Freiminuten, unbegrenzt Internet und 2000 freie SMS 30 Euro. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wie viel Geld das ist für so etwas. Ganz ehrlich, da kaufe ich mir vorher irgendeinen Tarif, wo ich 1000 freie SMS und 1000 freie Minuten habe und nur 10 Euro bezahle, anstatt dass ich 39 Euro für unbegrenzt Internet und weniger, okay, freie SMS, aber weniger Shit. Und weniger Freiminuten habe. Weil, es gibt Leute, die verbrauchen sicher 2000 freie SMS, aber es gibt dann auch noch solche Leute, die telefonieren viel und für die ist dann so ein Tarif mit 2000 Freiminuten besser als wie einer mit, als einer mit 2000 freie SMS. Weil ich meine, es gibt also die Leute, die das brauchen, sind geschäftlich
für das verantwortlich und die, glaube ich, brauchen nicht so viel Freisemis. Ich glaube, das zählt eher nur privat, aber trotzdem, für was brauche ich privat 2000 Freisemis? Da melde ich mich vorher bei sms.at oder irgendwelchen Webseiten an, wenn ich schon freies Internet habe. Ja. Aber viele Leute kaufen, wenn ich freies Internet hätte, dann würde ich mir die SMS-App downloaden. Dann kann ich nämlich von überall gratis SMS schreiben, ins Ausland und überall. Und ich zahle nur 10 Euro dafür und kann unbegrenzt SMS schreiben. Für viele Leute, die was SMS schreiben. Und bei manchen Leuten verstehe ich es einfach nicht, warum sie solche Tarife kaufen, wenn es billiger auch ginge. Und gestürzt. Und das verstehe ich halt nicht. Jetzt sind wir von Handy auf Tarife gekommen und von Tarife auf wie nennt man das? Schon wieder nicht geschafft. Und von Handy auf Leute, die was das Internet nicht optimal nutzen. So könnte man es ausdrücken. Nun ist mein Mikrofon eingeschaltet, ja. Ich hätte mir gerade gedacht, ich habe da alles umsonst geredet. Was haben jetzt alle mit dem Pogo-Stickman? Den gibt es erst seit einem Tag. Darum spielen wir auch etwas anderes. TMX Gym for Pokémon. Das passt gut. TMX Gym for adding a new character that sounds like Nova. Nova Pogo Stickman. Thank you, Jim. Jetzt töten wir uns. Töten. Pogo Stickman! Helm, du musst Helm aufsetzen. Okay, ist ja wurscht. Wurst. Und ja, jetzt haben wir das Thema Handy mal abgeschlossen. Was steht noch so alles in diesem Heft? Wo die wilden Schweine wohnen. Sie entdecken Futter, wo andere längst verhungert wären. Ha, Wildschweine. Like a hobo, like a holy bow. Careful. Ganz zärtlich mit dem Kind. Ganz zärtlich. Das schaffen wir. Ganz zärtlich fahren wir nun über den Arm des Kindes. So, das schaffen wir. Mein Gott. Ich wette, wir sterben jetzt an einer Glasscheibe. Oh man, what the fuck? Okay, mir wurde geraten, dass ich nicht so Israel rock. Was hat denn der für Füße? Krüppelfüß. Israel rock. Ja, stimmt eh. Ich habe nichts gegen Israel. Israeli, don't move. Ich habe überlebt. Wie geil. Noch einmal. Was passiert, wenn wir uns bewegen? Oh. Okay, exit to menu, don't move. Not fake. Hoffentlich nicht der Pogo. Stop fake glitches.
Stop fake glitches. Wir haben gerade einen Glitch entdeckt. Okay, noch einmal. Vielleicht schaffen wir es. Pogo Stickman. Pogo Stickman. Wer von euch kennt Stickman? Denkt euch wieder mal die Antwort. Pogo Kurs. Ich bin ja... Oh. Okay, nun fangen wir weiter an. Also wir haben ja schon angefangen seit 10 Minuten. Und irgendwie kommt mir die Aufnahme ziemlich lang vor, wenn ich so viel rede, sagen wir so. Habe ich jetzt eigentlich viel geredet? Das möchte ich, dass ihr es bitte in die Kommentare schreibt, ob ich jetzt viel geredet habe oder nicht, ob euch das gefällt, wenn ich viel rede oder ob ich wenig rede. Okay. Wir haben, das habe ich schon wieder vergessen. Super Mario 64 Search. Super Mario Bros. Das hat eine gute Bewertung. Also ich finde es nicht mehr und das ist ziemlich schade irgendwie. Hey! Yeah. Wie soll ich das schaffen? Wer hat denn das gemacht? Wow. Bei der nächsten Aufnahme werden wir also das Richtige, was wir spielen wollten, spielen. Und na dann, bis zur nächsten Aufnahme. Let's play Happy Wheels.